Ja, ich finde das ja immer schön, wenn einer arbeitet. Tatsache? Ja, da kann ich stundenlang zugucken, stundenlang. Aha. Ja, wenn er denn so Handgriffe macht und nachdenkt. Und weil er Probleme hat, dann immer so überlegt und nicht weiter weiß. Und auf einmal fällt es ihm dann ein und dann arbeitet er weiter. Das ist bestimmt eine tolle Sache, ne? Ja, kann ich zugucken, stundenlang. Ja. Was soll denn los? Shorty baut um. Ja, hier, und was ist hier mit Lüt? Shorty baut um. Wir warten ja auch schon hier eine halbe Ewigkeit. Das würde ich mir noch mal überlegen. Hier. Guck mal. Shorty hat einen Schnellkursus im Fernstudium absolviert. Jetzt ist er nicht nur Wirt, sondern auch Diplom-Lebensberater und Sinnkrisenmanager. Donnerschlag. Ja, was ist das, Lou? Keine Ahnung. Das ist doch egal. Wir sind so oder so begeistert. Wieso? Tja, wenn das kein Grund ist, einen auszugeben, was soll denn noch geschehen? Ach, und dann hat dein Freund gesagt, ich gebe einen aus. Ja, weil er doch diesen schönen Abschluss gemacht hatte. Ja, natürlich. Lüt und Lüt für alle. Das gehört doch dazu, wenn man einen so schönen Erfolg hat. Weil andere auch an seinem Glück teilhaben lassen. Ja, Freude teilen ist ja überhaupt das Schönste auf der Welt. Nicht, nicht. Aber nicht auf meine Kosten. Wir gehen dann mal. Gibt's ja irgendwo eine Kneipe, in der man sogar was zu trinken kriegt. Nächste Kneipe ist in Klingsiel. Ja, danke für den Tipp. Gute Fahrt. Der glaubt wohl, er kommt ohne uns aus, wa? Wir können ja mal ein paar Tage wegbleiben, dann wird er schon wieder kleinere Brötchen backen. Das ist ja eine gute Idee. Monat? Bist du verrückt? Eine Woche reicht. Wir wollen ihn ja bloß ein bisschen schocken. 3 Tage. Na gut. Abgemacht. Bis dann. Tschüss. Wiedersehen. Ja, wie lange jetzt? 3 Tage gehen wir da jetzt nicht hin. Also denn heute Nachmittag auch nicht. Dein Ehrgeiz hat dich in die Irre geführt. Du bist Landwirt, rechtschaffender Bauer. Versuch dich mal daran zu erinnern, warum dir das immer so viel bedeutet hat. Natürlich ist es verlockend, eine Karriere als Luftgitarrist anzustreben. Aber was gibst du auf dafür? Was gibst du auf dafür? Ja, wir gehen da nicht rein. Nee, haben wir ja gesagt. Aber so vorbeigehen, das dürfen wir ja. Ja. Ach nee. Was machst du denn hier? Ja, wieso? Ich warte darauf, dass ich was zu trinken kriege. Wir haben doch abgemacht, dass wir 3 Tage hier pausieren. Das mache ich im Juli, weil da bin ich sowieso mit meinem Mutti in Bad Gandersheim. Oh Mann. Mach's gut, Heinzi. Das wird schon wieder. So, Schotti, ich glaube, jetzt würde ich gern noch ein Bier bestellen. Kann ich mir vorstellen. Und? Wie geht's dir? Ja, gut. Du bist Mitte 40. Jo. Von Beruf Stallknecht. Jo. Und wohnst bei deiner Mutti. Jo. Und dann sagst du mir, es geht dir gut? Jo. Du hast kapituliert, Kuno. Aufgegeben. Keine Ziele mehr. Ich habe mich in meinem Studium sehr intensiv damit beschäftigt. Und ich kann dir sagen, du hast eine Chance. Ja? Morgen Nachmittag habe ich noch einen Termin frei für dich. Toll. Danke. Willi, du hast jetzt Termin. Du bist ja auch hier. Das hat jetzt ganz andere Gründe. Ja, muss es ja wohl, weil zu trinken kriegt man hier ja nichts. Shorty! Geh schon mal rein. Ich möchte dir meinen Neffen vorstellen. Martin Meyer-Schönbiel. Hallo.
Er ist ein prächtiger Kerl und könnte dich hier tagsüber entlasten. Die Doppelbelastung jetzt. Du weißt ja bald nicht mehr, wo dir der Kopf steht. Ah, aber nur tagsüber, abends ist nicht so gut. Das habe ich ja gerade gesagt. Na, was meinst du? Er kann kellnern, er kann sauber machen, er kann die Möbel rein- und rausstellen, er kann allerhand. Er ist Student. Nee, danke. Ich weiß, dass du von ihm noch 3.000 Euro bekommst. Aber bei mir wird er sich das Geld nicht verdienen. Ich komme auch so klar. Wenn jemand was trinken will, kann er das jetzt bestellen. Die nächsten Getränke werden dann erst wieder nach meinem nächsten Behandlungstermin in 20 Minuten ausgeliefert. Ich muss jetzt zu meinem Patienten. Irgendwie ist es ja nicht mehr wie sonst. Früher war alles besser. Vielleicht, weil er das schon so lange macht. Er hat ja praktisch keine Konkurrenz. Ja, aber dabei ist der Job ja gar nicht so schwer. Nee, der macht ja eigentlich Spaß. Das ist ja nicht so wie manche, die den ganzen Tag so mit dem Gabelstapler so Bleche gerade ziehen. Ja, das müssen einige machen, um ihr täglich Brot zu verdienen. Was? Ja, so Bleche ankloppen und... Ich meine, er hat ja eine schöne Tätigkeit mit Getränke hantieren. Ich guck da immer gerne zu. Nebenbei verdient er sich auch noch eine goldene Nase. Ja. Brackelmann, und dir ist das wieder am Arbeiten, ne? Seit wie vielen Jahren, Archer, versuchen wir, was auf die Beine zu stellen? Um und bei 50 Jahre. Warum sind wir nicht auf die einfachste Idee gekommen? Nicht auf eine Landwirtschaft, sondern das, was wir wirklich jahrelang studiert haben. Ah, du meinst... Das wird schon. So eine Lebenskrise ist auch immer eine Chance. Ich habe mich mal selbst bedient. Du kümmerst dich ja überhaupt nicht mehr um deine Gäste. Oh, da werden dir Willi und Ecki und einige andere aber was ganz anderes erzählen. Die habe ich alle aus der Lebenskrise geführt. Du quatscht sie alle in den Keller, nur um sie dann behandeln zu können. Du bist Wirt, Shorty. Das füllt mich schon lange nicht mehr aus. Die Leute haben mir immer gern ihre Probleme anvertraut. Jetzt kann ich mehr tun, als ihnen Lütt und Lütt dazu servieren. Jetzt kann ich heilen. Ich spüre es ganz deutlich. Darin liegt meine Bestimmung. So, ich muss jetzt mal raus und die Bestellung aufnehmen. Danach habe ich noch einen Patienten. Alle weg, Onkel Waldi. Aha. Du wartest. Ja, ist gut, Onkel Waldi. Hier kann ich noch einer haben, Wangelmann. Ja, klar. Hier. Guck mal, ich... Ist hier gleich, ne? Was ist denn hier los? Moin, Bürgermeister. Ja, hier ist jetzt Dorfkrug in meinem Ambiente. Sag mal, hast du eine Konzession? Nee, aber eine Preisliste.
Das ist illegal. Feierabend. Geht nach Hause, Leute. Wieso das denn jetzt hier? Ich denke, wir haben uns verstanden. Los, 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 los. Was soll das denn? Hab doch jetzt gerade hier mein Bier gekauft. Sitzen doch hier nur ganz zwanglos zusammen. Das ist gewerblicher Ausschank von Alkohol. Ja, aber das weiß ja keiner. Ich. Ja, Bürgermeister, also wenn die Leute im Dorf nichts zu trinken kriegen, ne? Dann werden sie alle wild. Das kann ja auch nicht in deinem Interesse sein, Bürgermeister, ne? Ich bin auch genervt von Shortys zweitem Standbein. Aber hierfür brauchst du eine Konzession. Und die wird dir das Ordnungsamt niemals erteilen. Na sauber, du und deine Ideen. Das Einzige, was ich mir unter Umständen vorstellen könnte... Ne? Das ist eine Art Hofcafé. Das könnte gehen, nur nachmittags zum Kaffee. Nachmittags? Ja. Und würdest du mir dabei helfen? Möglicherweise. Wenn ich zum Beispiel noch einen zusätzlichen Mitarbeiter für das Hofcafé einstelle? Das wäre, glaube ich, eine für beide Seiten sehr erfreuliche Entwicklung. Gastronomie-Arte, ich sag dir das. Ja, ich weiß nicht. Hofcafé. Ja, aber das hast du doch gesehen, Mann. Das läuft wie Knackelifiz. Die sind alle dankbar für unsere Gastfreundschaft mit dem Barmittel hier. Und das ist ideal. Und für Ideale muss man kämpfen. Ja. Hofcafé. Ja, aber wie? Ja, was? Mit Kaffee und Teebuddel? Espresso und Schlagsahne und Latte Machado und Cappuccino und... Deutscher Bohnenkaffee. Und Säfte, so frisch aus der Packung gepresst. Ja, auch gut. Und Kuchen? Auch noch? Ja, Kuchen muss man backen. Ich glaube, das wird mir jetzt auch alles zu viel. Ja, aber da kommen wir nicht drum rum, dass wir den backen müssen. Und dafür brauchen wir Rezepte. Muss ich doch noch. Ja. Guck. Hier, das sind doch die beiden Rezepte. Das ist doch von Mutti. Aua, Mann! Hier. Göbengerste Sandtorte. Ach du Scheiße. Wieso, die hat Mutti gerne gebacken? Ja, weißt du nicht mehr, wie wir auf dem Göbengerste Sandtorte gekotzt haben bei deiner Konfirmation? Oh. Ja, so, ja. Guck mal. Ich sag dir, das läuft. Archie, das läuft. Achtung, Achtung, das war der Hofcafé. Heute Nachmittag lecker Kaffee und Kuchen bei Brackelmann. Achtung, Hofcafé feierlich eröffnet. Viel Glück, Herr Kollege. Ja, ich hatte die Rauchsäule schon gesehen. Schön, Archie. Ja. Hofcafé. Guck mal, da kommt einer. Das wohl Gast ist? Hallo. Sind Sie Herr Brackelmann? Ja. Martin Meyer-Schönbiel. Ist ja nicht so viel los hier. Ja, was? Die Gäste kommen noch. Gestern waren ja auch welche da. Ich soll hier anfangen. Ach ja. Ich kann aber nicht so schwer heben. Aha. Und mit dem Laufen ist auch ganz schlimm. Ja. Wie ist es mit Liegen? Geht. Aber nur auf der Seite ist auch... Ja. Dann schneidet ihr schon mal den Kuchen an, ne? Und ich kümmere mich um den Kaffee. Wer soll das jetzt machen, du oder ich? Du. Ich gucke immer so gerne zu, wenn andere arbeiten. Oh. Gibt's bei mir nicht viel zu sehen.
Wann ist denn hier mal Pause? Jetzt. Das ist keine Pause. Pause ist... Da kommt einer. ...wenn man nicht arbeiten muss. Nicht, wenn nichts zu tun ist. Das ist Kuno. Jetzt geht das aber los. Dann mache ich jetzt mal Pause. So, Archie, komm, Kunstschaft, aufwachen. Na, ne? Was möchtest du gerne? Ich hab Gülbenkaster Sandkuchen, ganz frisch. Nee, lass mal, Bracken, mein Kuchen bei mir immer nur sonnabends. Da fahre ich nämlich mit meiner Mutti nach Klingsiel zum Einkaufen. Und dann fahren wir nach Wertfrei. Kaffee und Kuchen, 2 Euro, ist gut, ne? Was willst du denn hier? Ach so, ja, ich soll sagen, die anderen kommen nicht mehr. Mal sauber. Ja, aber wieso? Die waren doch gestern auch alle da. Bei Shorty kriegen wir ja nun auch inzwischen gar nichts mehr zu trinken, ne? Aber hier ja auch nicht. Und deswegen dann den ganzen weiten Weg machen und gar nichts zu trinken kriegen, da sagen dann die meisten, ach nee, das lohnt ja nicht, lass mal nach. So. Ach so, und deswegen soll ich sagen, die anderen kommen nicht mehr. Fertig. Tschüss. Bis dann, ne? So, kommt hier. Krisensitzung. Es gibt ja Leute, die können 2 Dinge gleichzeitig. Tatsache. Aber ich kann nicht mal eine Sache gleichzeitig. Interessant. So, Leute, hört mal zu. Die Gastronomie ist unsere ganz große Chance. Das einzige Geschäft, womit du in Büttenwader immer Geld verdient hast. Und ich finde, wir sind ein gutes Team. Aber unser Angebot wird nicht angenommen. Lecker Kaffee und Kuchen. Nun frage ich euch, woran liegt das? Prost. 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 Ja nun, braucht man ein paar Ideen. Hofkapelle der Feierlichkeit. Heute Nachmittag. Spezialitäten aus der Region. Heute Nachmittag bei Brangemann. Guck mal, wir haben hier doch schon vor ganz langer Zeit bestellt und wir haben überhaupt noch nichts gekriegt. Ich finde das nicht gut. Ja, ja, wie machen wir das so, jetzt? So, 2 Kuchen. Du machst den Kuchen, ich die Getränke? Ich finde das besser umgekehrt. Oder du machst die nächste und ich die übernächste. Ah, du meinst immer so abwechselnd. Sag mal, sind die beiden Kühlkuchen für Schönbiel und Kuno schon raus? Dann kann das ja auch sein, dass jede zweite Bestellung größer ist als die dazwischen. Hallo! Oder umgekehrt. Also wie jetzt? Jeder muss genau wissen, was der andere tut. Ja. Wie ein Uhrwerk. Ja, da musst du einen Finger immer einen anderen greifen. Das sind dann Abläufe, die laufen irgendwann ganz automatisch ab. So, jetzt zweimal Büttenwader Sandkuchen. Endlich eine regionale Spezialität. Ja. Nach Büttenwader Art. Wir sind ja keine Kneipe, ne? Zum Glück, sonst käme ich doch in Gewissensnot. Und wie genießt man das jetzt am besten? Ja, den Korn kann man trinken und den Kuchen würde ich stehen lassen. Ah, ja. Hier steckt ihr also alle. Prost. Wie lange sollen wir hier noch warten? Bis der Sommer bin. Ja, komm gleich. Herrlich, nicht wahr? So haben wir immer im Dorfkrug gesessen. Kommt mir vor, als wäre es schon eine Ewigkeit her. Das kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen, ne? Ja. Oder du?
arbeitest auf dieser Seite und ich auf der anderen. Ja, natürlich, das ist auch möglich. Ja, als Schiedsrichter wollte ich nicht mehr arbeiten. Die Spiele waren einfach zu lang. Ich habe ja auch noch andere Sachen zu tun. Als Tierstimmenimitator konnte ich nicht mehr arbeiten. Wegen meiner Stimmbandhysterie, habe ich ja erzählt. Ja, da kam mein Onkel auf die Idee, damit ich ihm das Geld zurückzahlen kann, sollte ich in der Gastronomie arbeiten. Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Was haben wir denn nun hier überlegt? Ich glaube, ich bin einfach nicht der Typ für die Gastronomie. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Oh, all die schönen Barmittel. Ja, aber was nützt es einem, wenn man dafür so viel arbeiten muss? Ich meine, das musst du ja auch mal einsehen, Braggemann. Wir haben ja auch ganz falsch sinniert. Das geht ja auch nicht darum, dass man viel Geld hat, sondern das geht doch auch darum, dass man dafür nicht arbeiten muss. Ich bin dafür, wir geben auf. Damit Shorty wieder macht, was er will? Nee, wir müssen das ganz anders drehen. Moin. Moin. Und? Wie stellt ihr euch das jetzt vor, wenn ihr jetzt euren Laden dicht macht? Mein Neffe hat einen mündlichen Arbeitsvertrag bei euch. Da ist eine Abfindung fällig. Ab! Bleibt nur noch Shorty. Ja, der darf es nicht erfahren. Nee, das ist so erniedrigend. Ja und? Was soll ich ihm jetzt sagen? Du sagst ihm auch gar nichts, das mag ich. Lebenskrise? Vielleicht sollte ich das Reden übernehmen. Du bist jetzt mal ganz ruhig. Also, als politischer und geistiger Führer dieser Gemeinde sind mir Veränderungen aufgefallen, die sich auf das Gemeinwohl auswirken. Aus einer Mischung zwischen Anmaßung und Geldgier bekleiden einige Leute hier plötzlich Funktionen, für die sie nicht geschaffen sind. In Büttenwader lassen wir so etwas nicht zu. Nicht? Ach, das musst du gerade sagen. Also bitte. So, Vorschlag zur Güte. Solange das hier eine ganz normale Kneipe ist, machen wir mit unserem Laden Ruhetag. Na, wie klingt das? Ja, ich meine, der Nennwert an und für sich als solcher war ja in Ordnung, ne? Aber das Geld, das wir gekriegt haben, das hat auch viel gekostet. Ja, was denn? Ja, Mühe. Och, was? Ja, und Arbeit zum Beispiel. Ja, das kann man so sagen. Ja, das ist überhaupt gar nicht so meine Richtung, Braggemann. Wir sollten da vielleicht noch mal überlegen, ob wir da nicht vielleicht zu einer anderen Lösung kommen. Ich arbeite dran, Archer, ich arbeite dran. Achtung, Achtung! Dorfkrug ist wieder eröffnet und ab sofort.